Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4, dem Remake. Ja, in der letzten Folge sind wir hier angekommen beim Händler. Ich muss allerdings noch zwei kurze Sachen dazu sagen. Zum einen, wenn man hier wieder durchgeht, ganz am Anfang, wo wir quasi wach geworden sind und dann in den nächsten Raum gegangen sind, da gab es eine Ratte und den ersten Zombie, den wir ohne Gegenwehr sozusagen, also nur mit einem Buttermesser oder was das war, abwehren mussten. Da gab es zwei Hochöfen. Da habe ich mir einmal einen blauen Saphir oder sowas, also so einen blauen Kristall noch geholt und einmal noch Patronenmunition. Das fiel mir dann nämlich auf, als ich nochmal zurückgegangen bin. Und die andere Sache hat mit dem Koffer zu tun. Und zwar, wenn ich den Koffer öffne, dann seht ihr unten links in der Ecke, dass wir einmal diesen Anhänger dran gemacht haben mit den Patronen und den Anhänger mit dem Kraut. Das habe ich vorher nicht gemacht. Das müsst ihr extra nochmal auswählen. Und zwar könnt ihr dann einfach auf die Speichermaschine gehen, auf Koffer anpassen. Und dann könnt ihr hier die auswählen, also draufklicken, bestätigen und dann müsst ihr halt sagen, wollt ihr das links in der Mitte oder rechts dranhängen. Das hatte ich nicht gemacht, ich dachte, das wäre automatisch drin gewesen, weil hier oben das ja auch schon ausgewählt war. Aber jetzt sieht man hier auch, dass halt diese Zeichen noch da dran sind. Das wollte ich euch nur noch kurz gesagt haben, damit wir auch alles wirklich hundertprozentig so haben, wie ich es gespielt habe. Ah, hier muss man was einlegen, so wie es aussieht. Ja, okay, der sagt direkt, was war denn hier? Da war gar nichts mehr. Jetzt schauen wir mal eben auf der Karte. Achso, wir können aber daneben noch rumgehen. Verlassene Fabrik, da sind wir rausgekommen. Und da ist anscheinend nur eine kleine Ecke noch. Hinter uns können wir rum. Und, naja gut, da können wir nicht rum, weil es abgeschlossen ist, aber da hinten können wir noch rum. Dann schauen wir aber nochmal eben, Moment, jetzt habe ich völlig, nee, das ist ja auch da, wo ich hin wollte, ne? Hier sind wir rausgekommen, ja, ja, doch, doch, doch. Doch, okay. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre auf der anderen Seite, ich weiß auch nicht warum. Hier ist aber auch nichts, was wir, ne. Gut. Wo bin ich? Sind wir aufgeladen? Ja. Ah, das sieht mal wieder so ein bisschen wie eine Falle aus. Ach, da unten. Gesundheit. Na komm. Die Frage ist, kommt jetzt oben auch wieder jemand oder... Scheint nicht so. Auf jeden Fall müssen wir da noch weitergehen. Ne, das war ich, glaube ich, gerade. Ich bin hier immer so ein bisschen... Was haben wir eigentlich überhaupt jetzt alles drin? Wir haben noch gut Munition. Achso, wir haben jetzt natürlich die Flinte noch dabei. Hallo? Mein Stick dreht hier gerade, glaube ich, durch. Wir können noch Schrotmunition herstellen. Das ist schon mal sehr gut. Ach, das ist Flinten. Moment, das hier ist Gewehrmunition, ja. Schrotmunition haben wir auf jeden Fall auch noch dabei. Was mich immer irritiert, wieso steht da, dass wir 20 Schuss in... Ach so, 19 plus 1. Okay. Ja, gut. Lass ich mal so stehen. Ich glaube, ich spare das aber lieber erstmal. Und kommen wir wahrscheinlich nicht durch, ne? Da müssen wir hier einmal hoch. Oh, ich glaube, ich weiß aber, was das ist. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, ich weiß, was es ist. Ich kenne es noch vom Original. Ich kenne es vom Original und ich habe es immer gehasst. Na. Okay. Ich hätte vielleicht doch lieber das Scharf...
Scharfschützengewehr holen sollen. Warum muss er jetzt hier so rumkeuchen? Nimm erstmal die alte hier. Na komm. Oh, ja, auch nicht schlecht. Ich glaube, die hat schon mal das Zeitliche gesegnet. Noch wer? Ja, da sind noch ganz viele. Oh, da oben ist auch noch einer. Na komm. Wo kommen sie jetzt? Na, 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 kommen sie jetzt oder kommen sie jetzt nicht? Ich glaube, die kommen nämlich erst, wenn ich runtergehe, oder? Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich höre hier auf jeden Fall von allen Ecken und Enden schon wieder die Zombies. Was macht der denn hier? Ist das hier so windig oder warum steht der hier so komisch rum? Das hört sich an, als ob hier oben einer drin ist. Na gut, dann würde ich sagen, springen wir mal runter. Aber ich bin mir sicher, dass da auch Dynamitwerfer und so bei waren. Ich sehe jetzt so nichts mehr. Ah, da unten rechts ist einer, doch. Ich höre doch... Ach, der ist bestimmt da unten drin, oder? Aber den oben rechts, unten rechts, kriegen wir den von hier oben... Bewegt der sich vielleicht? Nee, oder? Oh, Kleiner, komm. Dein Ernst jetzt? Mann, ich find's immer so toll, wenn ich im Vorfeld schon mal die ganzen Zombies abknallen kann. Aber nein, hier haben wir nicht so wirklich viel Chance dazu. Ja, schätze mal, die kommen dann direkt hier raus, wenn ich da irgendwo runterkomme. Oder? Zumindest der Herr denkt sich, er hat mich jetzt hier so schön begrüßt. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Oh, wie ich das hasse. Oh nein, 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 nein. Lad schneller noch. Oh, ich hasse es, ich hasse es. Du sollst nicht dahin gehen. Wieso geht der mal dahin, wenn der schießt? Ach so, ich hab nichts mehr. Oh, okay. Nee, dann die. Die ist aber aufgefüllt. Okay, dann nehme ich halt die normale Pistole. Ah, ich wusste, da kommt noch einer. Dankeschön. Das war perfekt. Okay. Oh, ich hasse sowas, ne? Achso, den habe ich schon. Ich weiß jetzt übrigens, wie man tritt. Einfach nur A drücken. Was ist mit dem passiert? Hilfe. Okay. Die haben wir alle. Aber es kommen doch noch mehr, wenn ich hier reingehe. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich weiß, da oben müssen wir auf jeden Fall noch hin. Und ich weiß, dass die hier unten noch drin sein werden. Frage ist, kann ich hier schon rein? Na, da ist, glaube ich, abgeschlossen. Ja, ja, das ist von der anderen Seite, glaube ich, abgeschlossen. Okay.
Wenn jetzt nur nicht, dass ich jetzt hier irgendwie überrascht werde von irgendeiner Seite. Da ist nochmal eine Hütte. Also aus der Erinnerung heraus muss ich sagen, es waren viel mehr. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen vorsichtig gerade. Ich höre die ganze Zeit sowas schnarchen, aber ich glaube, das ist er selber. Wieso höre ich immer von der anderen Seite jemanden? Also in dem Fall von rechts. Okay, ich weiß warum. Oh, fuck. Okay, wir haben tagsüber. Das hing irgendwie damit zusammen, glaube ich, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, diese Viecher hier im Kopf. Tagsüber, meine ich, kommen die nicht raus. Aber wenn es dunkel ist. Okay. Wenn es dunkel ist, ich glaube, dann kommen die raus. Da so. Ach so, der, okay. Ich dachte gerade schon. Aber das sind bei weitem noch nicht alle, glaube ich. Also das sind viel, viel mehr gewesen, meine ich. Die Tür müssen wir ach, da kommen wir auch gar nicht mehr hoch, ne? Da konnten wir nur runterspringen. Wie viel haben wir noch? Wir haben nicht mehr viel Schuss. Doch, Moment, wir haben hier Nummer 15 Patronen. Wieso ist nicht nachgeladen, obwohl ich nachgeladen hatte? Das könnte für mich nämlich dann tödlich enden. Aber ich würde wirklich fast sagen, dass wir... Naja gut, wir können theoretisch einmal Schrot... ja, gucken wir mal. Also wir haben ja noch 24 Schuss. Da oben weiß ich, da sind auf jeden Fall noch Leute. Vor allen Dingen müssen wir da ja hin. Wir müssen da irgendwie das Rad drehen. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas? Geradeaus und rechts, da ist noch ein Juwel. Okay. Da müssen wir auch noch ein Rad drehen, ne? Weil wir da weiterkommen müssen. Frage ist, kommen jetzt hier noch Leute runtergesprungen? Und sind hier noch Zombies drin? Das ist die große Frage. Verschlossen. Das höre ich nie die ganze Zeit. Das ist verschlossen. Da können wir auf jeden Fall durch das Fenster durchspringen, genau. Da kommen bestimmt dann auch wieder neue, oder? So, ist vielleicht nicht so clever, weil die Zombies ja sonst auch erstmal aufbrechen müssen. Hallo, wieso nimmst du es nicht? Blendgranate, das ist schon mal gut. So. Pistolenmunition ist sehr gut. Okay, hier ist auch noch was. Ah, ein kleiner Schlüssel. Sehr gut.
Wollte gerade noch sagen, kein Gegner, sehr gut, aber da kam er dann. Boah, ich wusste es. Ich wusste es. Oh, der ist. Oh, ich dachte. Oh. Shit. Ich dachte, der eine wäre. Eieiei. Oh, wir haben nur noch 19 Patronen. Dann würde ich wirklich sagen, dass wir davon Patronenmunition machen. Ja, das ist mir lieber, ehrlich gesagt. Oh. Oh, oh. Der wird zum Hyperzombie. Oder? Oder doch nicht? Okay. Bleib mir weg mit deinen Tentakeln. Ich will nur die Sachen einsammeln. Okay. Jetzt sollte eigentlich nochmal ein Riesenansturm kommen. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Normalerweise, wenn man ein Wappen für die nächste Tür hat, kommen sie wieder alle an. Flintenmunition, das ist schon mal gut. Hm. Ich weiß, da oben sind noch welche. Also, wenn es so ist wie im Original, ne? Ich kann jetzt halt nur vom Original sprechen. Das war alles hier. Ich höre doch die ganze Zeit was. Wie viel Schuss haben wir jetzt noch? Da können wir nicht hoch. Wir können nur da hoch. Was ist das denn da? Hä? Komme ich hier überhaupt durch? Ja. Okay. Hilft dir alles nichts. Oh. Ich dachte, der wäre schon hier. Oh, ich sehe nichts. Hallo. Geht's noch? Was geht denn heute ab hier? Ich kann überhaupt nicht mehr zielen. Oh.
dachte, der... Der hatte auch noch was. Okay. Habe ich mich jetzt erschrocken. Oma, wo kamst du her? Ist sie da runtergesprungen? Das ist so klar. Ist ja doof. Oh oh, ich habe wieder keine Patronen mehr. Nehmen wir noch mal ein paar neue. Das ist auf jeden Fall tot. Okay. Die Frage ist, kommen jetzt hier auch noch welche runtergesprungen oder war das nur die Oma? Haben wir die eine gelootet? Ja. Ah, ein Rubin. Ich wollte eigentlich den Rubin nehmen. Hat er den jetzt genommen? Ja, ne? Okay. Das andere haben wir jetzt noch nicht genommen, aber das ist... irgendwo in der unteren Ebene. Kann man jetzt gar nicht so richtig angucken. Okay. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Da oben müssen wir hin. Ah ja, da kommen wir dann durch mit diesen anderen Dingen hin, ne? Was wir jetzt geholt haben. Ach, hier ist ja noch was. Sehr schön. Ist jetzt die große... Was? Ich wollte gerade sagen, ist jetzt die große Frage, ob noch einer da ist, aber diese Geräusche, die machen einen dann immer bekloppt. Dann denkt man immer, da ist irgendjemand. Da oben kommen wir nicht hoch, glaube ich. Die Leiter ist auch abgebrochen, das heißt, da kommen wir auf jeden Fall auch nicht hoch. Da haben wir schon alles durchsucht. Oh, Moment, da oben. Auf dem Dach, da können wir gleich noch was machen. Okay, ja, dann gehen wir da auch nochmal hin. Das ist jetzt nicht wieder so ein... Also, ich dachte gerade schon. Okay. Aber hier unten sind wir noch gar nicht drin gewesen, oder? In dem Haus? Das habe ich, glaube ich, vergessen. Och. Ganz ehrlich, Leon. Geh doch einfach geradeaus. Statt darüber zu hüpfen. So, Moment. Da, das Haus müssen wir jetzt noch machen. Und was hatte ich jetzt gesagt? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ach so, genau, auf dem Dach da hinten. Da müssen wir dann auch nochmal hin. Das heißt, wir müssen da hoch. In der Hoffnung, dass sich jetzt hier nicht wieder neue Zombies gemütlich gemacht haben. So, Moment, hier hoch. Und da, genau. Ja, immerhin nochmal 100 Peseten, ne? War jetzt nicht so extrem viel. Kann ich hier runterspringen? Ja, kann ich. Sehr schön. Ich weiß, eigentlich kann man die auch ein bisschen zusammenlocken und dann auf die roten Fässer drauf schießen. Das habe ich früher immer gemacht, aber naja. Ne? Was man früher gemacht hat, das muss man jetzt nicht unbedingt jetzt auch nochmal machen. Hier scheint hoffentlich keiner drin zu sein. Aber ein gelbes Kraut. Das ist schon mal sehr gut. Dann kombinieren wir das hier mit dem. Achso, ja, gedrückt halten. Ich weiß. So, dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Platz. Die können wir nicht kaputt machen, aber ein Erste-Hilfe-Spray haben wir auch nochmal. Sehr schön. Kommen wir hier so raus? Nee. Okay. Ja, ich würde sagen, dann haben wir den Abschnitt. Dann können wir erstmal wieder zurückgehen. In der Hoffnung, dass jetzt hier nicht wieder was runterkommt. Sonst kriege ich hier gleich die Krise. So. Aber hier dürfte er eigentlich safe sein. So ungefähr in diesem Gebiet müsste er eigentlich safe sein.
dann kann ich erstmal wieder durchatmen. Sehr schön. Ich weiß, ich bin immer so ein kleiner Hasenfuß, aber ich sag mal, dadurch kriegt man auch den wenigsten Schaden ab, muss man auch dazu sagen. Ich hab was Neues für dich. Kann ich hier schon. Was heißt was Neues? Kann ich hier schon wieder irgendwas tunen? Reparieren könnte ich die theoretisch. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Reparieren sollte man, ne? Ich bin ganz ehrlich. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich jetzt noch. Moment, wir gehen mal kurz raus. Ich habe noch Buttermesser. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob man als erstes die Buttermesser benutzt. Ich denke mal schon, weil das hier, also diese Küchenmesser hier, weil das hier ist recht kaputt schon. Und ich habe gehört, beziehungsweise gelesen, dass man wohl angeblich mit dem Messer eine Kettensäge abblocken kann. Da ich weiß, dass wir noch diese scheiß Kettensägentypen haben. Ja. Hoffe ich, dass ich die jetzt damit wirklich benutzen kann. Also wir haben jetzt 8100. Mal gucken, ob wir gleich noch was gefunden haben. Magazin, achso, das ist die Schrot. Nee, die will ich nicht. Magazingröße hiervon könnte ich vielleicht. Ich meine, Nachladegeschwindigkeit geht ja eigentlich. Wobei, Angriffskraft wäre natürlich auch geil, ne? Ist natürlich nicht so viel mehr. Das ist nur die kleine. Die will ich ja eigentlich nicht mehr mitnehmen. Das ist das Problem. Aber ich hatte jetzt noch so viel Munition davon. Das heißt, da können wir quasi nichts machen. Kaufen können wir. Ja gut, wir können ein Zielfernrohr kaufen. Deine Kohle oder kann auf Gewehre und manche automatische Waffen montiert werden. Ja, mit dem Bolzen bin ich jetzt auch noch nicht so ganz sicher, ob wir den Bolzenwerfer mal probieren sollen oder nicht. Dann brauchen wir natürlich auch die Rezepturen, also brauchen wir eigentlich viel mehr Geld. Aber ich denke mal, ich spare erstmal auf das Ziel, auf das Zielfernrohr, auf das Repetiergewehr. Weil wir brauchen nicht unbedingt was, womit wir weit schießen können, aber es wäre halt schon ganz cool. So, den, da können wir jetzt noch einen Edelstein einsetzen, zack. Und ich vermute mal, die eckigen werden wir jetzt wohl irgendwann, ja, im nächsten Teil finden. Kleiner Schlüssel, ja, mal sehen. Ich meine, am Anfang brauchen wir den, aber wir brauchen den ja sowieso immer mal wieder, deswegen. Was haben wir jetzt noch an Schrot? Ach so, wir könnten auch das erste Hilfespray nochmal wegtun. Ins Lager rein. Eier haben wir ja auch noch. Was haben wir denn hier? Ach, das ist die Flintmunition. Ich da jetzt doch wieder 3 Schuss bekommen. Das ist doch scheiße. Ich will keine Flintmunition, ich will Gewehrmunition haben. Das ist doch alles Mist. Tja, da müssen wir mal gucken. Ich lege das jetzt hier noch so ein bisschen hin, je nachdem, was wir noch mitnehmen können. Das verschwindet sowieso gleich. Das tun wir mal mit nach hier unten. So, da können wir dann auch nicht mehr viel von machen. Da könnten wir dann höchstens nochmal. Aber Gewehrmunition. Ich meine, klar, wenn jetzt was Größeres kommt, brauchen wir auf jeden Fall genug Gewehrmunition. Kräuter haben wir auf jeden Fall noch genug. Blendgranate ist natürlich super, dass wir die noch haben. Ich würde die mal nach hier unten tun. Weil wenn wir jetzt an stille Orte irgendwann bald kommen, ich glaube, das dauert nicht mehr so lange. Irgendwann, also spätestens, wenn wir in die Kathedrale oder was das ist, kommen. Zu den Mönchen, da ist es nämlich dunkel und da kommen überall diese Viecher raus. Den Teil kann ich so gar nicht ab, ehrlich gesagt. Also wenn die Viecher dabei sind. Ja, dann würde ich sagen, ich speichere jetzt nochmal schnell ab. Und wir haben zwar vom Gebiet her nicht allzu viel gemacht, aber wie gesagt, wer mich kennt oder schon die anderen Resident Evil Teile kennt, der weiß, dass ich da gerne ein bisschen zögerlich bin und dass ich dabei dann aber auch sehr, sehr wenig Schaden nehme, muss ich auch dazu sagen. Ich habe eben total verschossen teilweise, also ich weiß nicht, ich habe zu früh geschossen, ich habe nicht abgewartet, war teilweise ein bisschen panisch, dass sie jetzt doch gleich loslaufen würden oder direkt hinter mir stehen würden. Ja, mein Gott, passiert auch mal. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier einen riesen Gewinn irgendwie machen wollen, dass wir irgendwas gewinnen wollen für den besten Schützenkönig hier drin oder so. Sondern wir wollen ja einfach nur durchs Spiel kommen und die Story in Anführungszeichen genießen. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und da schauen wir mal, was sich dann hinter dieser Tür mit den Wappen verbirgt. Bis zur nächsten Folge. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.